Ich werde sehr oft gefragt, was eigentlich ein CMS ist, wofür CMS steht, warum man ein CMS braucht, wie man es verwenden kann, wie es funktioniert. Und in diesem Video möchte ich einen kleinen Einblick geben und möchte Ihnen erklären, was genau ein CMS ist, wie ein Content-Management-System funktioniert, welche Vorteile es gegenüber alten statischen Internetseiten hat und ja, was Sie mit einem CMS so alles machen können. Ich werde dazu mal rübergehen an die Wand und werde das Ganze erklären. Bis gleich. So, dann werde ich mal versuchen, Ihnen ein Content-Management-System genauer zu erklären. Und zwar können wir uns ein Content-Management-System, also ein CMS, ungefähr so vorstellen. Wir haben hier das CMS als Webanwendung, als Software, die auf Ihrem Server, auf Ihrem Webspace installiert wurde. Dazu haben wir dann ein Frontend. Das ist das, was der Benutzer, der Besucher Ihrer Website sieht. Und wir haben ein Backend. Das ist zur Administration gedacht. Also hier Besucher und hier Administrationsbereich. Und das CMS ist angebunden an eine Datenbank. Dazu haben wir noch die Möglichkeit, Komponenten einzubinden. Und was wir noch haben, ist das Template. Das Wichtigste bei einem CMS ist die Datenbank und natürlich die Anwendung an sich. Die Datenbank, da werden alle Informationen, alle Texte, alle verlinkten Grafiken, alle Links zu externen Internetseiten und so weiter und so fort. Das wird alles zentral in der Datenbank gespeichert. Das CMS ist im Prinzip die Schnittstelle zwischen der Datenbank und dem Frontend, also dem, was der Besucher sieht. Dazwischen haben Sie das Template. Ich schreibe das mal kurz aus. Dazwischen haben Sie das Template und das Template ist quasi das Gerüst mit den Platzhaltern, die dann mit den Informationen aus der Datenbank ersetzt werden. Die Komponenten. Komponenten, das können sein Forensysteme, Gästebücher, Galerien und so weiter und so fort. Also alles, was nicht typisch oder standardmäßig in diesem Content-Management-System verbaut ist und Sie zusätzlich zu diesem CMS verwenden können, also integrieren können in dieses Content-Management-System. Wir haben hier, wie gesagt, Frontend, das, was der Besucher sieht. Wir haben den Administrationsbereich, da, wo Sie sich einloggen können als Administrator und wo Sie Texte ändern können, die Seiten quasi umgestalten können, neue Seiten hinzufügen, Komponenten installieren und einstellen und wo Sie auch einzelne Elemente der Seite ein-, ausblenden, tauschen, verschieben und so weiter können. Also Sie können quasi die komplette Website, das komplette Frontend durch diese Administration, dieses Backend steuern. Und genauer gesagt läuft es dann so ab. Sie haben hier das CMS. Sie haben hier die Datenbank und hier das Frontend. Und im Prinzip ist es so, wenn der Besucher eine Seite auf Ihrer Website aufruft, also wenn er irgendwo, sagen wir mal, auf die Seite Impressum geht, dann würde bei diesem Aufruf das CMS zunächst das Template laden, also das Grundgerüst, wie die Website aussieht, und würde das ausgeben. Anschließend einen Datenbankabruf machen und schauen, okay, was steht alles auf der Seite Impressum drin, also was muss ich alles laden. Lädt dann die Informationen, Texte, Bilder und so weiter und so fort alle in das Template und es wird quasi zusammen dargestellt. Das heißt, das Template ist als Grundgerüst da, um Informationen aus der Datenbank auszugeben. Und das CMS macht nichts anderes, als diese Informationen aus der Datenbank zu suchen und entsprechend im Format an das Template und an eben das Frontend auszugeben. Sie können sich vielleicht besser vorstellen, wenn Sie so denken, dass wir hier nicht das so haben, sondern dass es zunächst ans Template geht und das Template ist dann eben der Vorreiter zum Frontend, also zu dem, was der Besucher sieht. Template nochmal kurz erklärt. Stellen wir uns mal vor, das ist hier die Seite. Dann haben wir hier einen Kopfbereich, dann haben wir hier das Logo, dann haben wir hier ein Menü, das sind einzelne Menüeinträge drin und dann haben wir hier den Content-Bereich. Da ist hier quasi der Content-Bereich ein Platzhalter, hier der Kopfbereich ist ebenfalls ein Platzhalter.
Hier das Menü ist ebenfalls ein Platzhalter und hier das Logo wäre an der Stelle ebenfalls ein Platzhalter. Wir können aber auch das Logo natürlich fest in das Template reinschreiben. Das ist, je nachdem, von Fall zu Fall ist es natürlich anders. So. Das Template ist, wie gesagt, das Grundgerüst. Das ist der Aufbau Ihrer Seite und gleichzeitig in den meisten Fällen auch mit dem Design Ihrer Seite. Das ist, wenn man von Template spricht, früher hat man unter Template einfach nur das Gerüst verstanden, also einfach nur diesen Aufbau der Seite. Heute versteht man unter Template eigentlich diese kompletten Designpakete. Also wenn Sie irgendwo ein Template kaufen, erstellen lassen oder eins herunterladen, es gibt ja Unmengen kostenfreie, dann ist es in der Regel ein komplettes Designpaket. Das heißt, das Grundgerüst, Grafiken, Farben und so weiter und so fort, das ist alles schon mit drin. Und wie gesagt, dieses Template ist quasi der Aufbau Ihrer Seite, das Design und gleichzeitig sind dort die Platzhalter für Ihre einzelnen Elemente der Seite vorhanden. Und die Datenbank braucht man eigentlich gar nicht näher besprechen. Das ist halt einfach nur eine Datenbank, wo alle Daten, alle Informationen abgespeichert sind und abgerufen werden können. Das ist im Prinzip einfach, braucht man auch nicht mehr darüber wissen. Komponenten habe ich auch schon angesprochen, das sind halt eben verschiedene zusätzliche Anwendungen, die man integrieren kann in das CMS. Das heißt, wenn Sie gerne ein Forum haben möchten, dann können Sie eine Forenkomponente integrieren in das CMS und innerhalb der Website nutzen, als wäre es bereits ganz normaler Bestandteil dieser Website, also dieses Internetportals. Sie müssen da nicht extra das CMS verändern, sondern Sie schließen quasi diese Komponente an das CMS an. Im Administrationsbereich, den möchte ich ein bisschen genauer erklären, da haben Sie Möglichkeiten, die Inhalte komplett individuell zu gestalten. Sie können zum Beispiel hergehen und können die Menüeinträge individuell, wie Sie es haben möchten. Sie können eine Menüüberschrift eingeben oder einen Menütitel eingeben, den Link dazu. Sie können zum Beispiel beim Content Management System Joomla können Sie auswählen, welches Template auf welcher Seite zum Beispiel erscheint. Da können Sie die einzelnen Module, also die einzelnen Bestandteile, Elemente der Seite auf verschiedenen Unterseiten entweder ein- oder ausblenden und so weiter und so fort. Sie haben in der Administration eben die Möglichkeit, Unterseiten zu erstellen, vorhandene Seiten zu ändern, neue Seiten hinzuzufügen mit bestimmten Design, bestimmten Styles und so weiter und so fort. Und in der Regel das Ganze ohne jegliche Programmierkenntnisse. Also Sie müssen da keinen Programmcode eingeben, Sie müssen keinen HTML-Code eingeben, Sie müssen einfach nur Text eingeben, wie Sie es bei Word zum Beispiel oder bei, weiß ich nicht, OpenOffice oder irgendwie sowas in der Richtung, diese typischen What You See is What You Get Editoren. Also diese Editoren, wo Sie Texte eingeben können und dann einfach markieren und auf Bold klicken und dann haben Sie den Text in Fett markiert. So läuft es ungefähr in dem CMS ab. Das heißt, Sie können wirklich Inhalte gestalten, ohne irgendwie selbst Ahnung von HTML oder PHP oder was weiß ich was haben zu müssen. Und Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, diese Inhalte dann später wieder zu verändern, ohne dass Sie irgendwelche Dateien an sich ändern müssen oder irgendwas hoch- und runterladen müssen. Sie können quasi auch Bilder einfügen in den Text oder in diesen Content-Bereich, ohne dass Sie mit einem FTP-Client zum Beispiel die Bilder erst hochladen müssen und dann eben den Pfad zum Bild angeben müssen und so weiter. Also Sie können das alles bequem über diese Administration erledigen, ohne dass Sie speziell Programmierkenntnisse brauchen. Genauso einzelne Elemente, wie ich es schon angesprochen habe, das Menü zum Beispiel oder den Kopfbereich, Fußbereich oder irgendwelche anderen kleinen Module zum Beispiel, wenn Sie eingefügt haben, die können Sie wirklich zentral über die Administration steuern. Sie können es anschalten, ausschalten, ändern, löschen, egal, was Sie möchten, was Sie möchten. So, ich komme jetzt dann gleich nochmal zu den Vorteilen bzw. zum Unterschied zwischen CMS und statischen Seiten. Also das, was wir von früher kennen, statische HTML-Seiten. Da werde ich jetzt dann gleich nochmal was ansprechen. Vorher muss ich hier kurz mal, ja, die Wand säubern. So, da bin ich wieder und werde Ihnen jetzt zeigen, was der Unterschied ist zwischen den statischen Webseiten und dynamischen Webseiten, also die mit zum Beispiel einem CMS.
Vielleicht haben Sie schon mal eine Website erstellt und haben dabei auf ja, das altbekannte Verfahren von HTML-Seiten gesetzt. Stellen wir uns einfach mal vor, ein Friseursalon will eine Website erstellen und er nutzt dafür das altbekannte, also die statische HTML-Website. Dann stellen wir uns vor, er möchte eine Startseite. Auf dieser Startseite möchte er links das Menü, oben den Kopfbereich, hier das Logo, hier den Inhalt und hier vielleicht noch einen Fußbereich. Und da stehen jetzt zum Beispiel im Menü die einzelnen Links zu Unterseiten. Hier hat er sein Logo drin. Hier ist der Kopfbereich, da ist irgendeine Grafik drin. Und hier haben wir den Content-Bereich, da steht eben Text. Und hier Fußbereich, Mai, vielleicht noch irgendwelche Links zu anderen Seiten, Kontaktinformationen und irgendwas anderes noch. Ist im Prinzip egal. Um das zu realisieren mit einer typischen alten HTML-Seite, müsste derjenige jetzt hergehen und müsste hier eine HTML-Datei erstellen, müsste hier das alles einfügen. Also den jeweiligen Code eingeben, abspeichern, hochladen und dann hätte er zumindest schon mal die Hauptseite. Dann müsste man hergehen und müsste hier die Unterseiten erstellen. Dazu müsste man das Menü kopieren und hier einfügen. Also den Quellcode für das Menü nehmen, den Programmcode, Quellcode und hier einfügen. Da sind dann auch wieder die ganzen Menüeinträge dabei, da ist das Logo dabei, da ist der Kopfbereich dabei, da ist der Contentbereich dabei, da ist der Fußbereich dabei. Dann schreibt er hier den ganzen Text wieder rein. Dann hat er hier wieder irgendwie diese Grafik im Kopfbereich. Dann hat er hier das Logo. Und dann hat er hier den Fußbereich mit den Links, mit den Kontaktinformationen und so weiter und so fort. Das gleiche jetzt hier für zum Beispiel die Kontaktseite. Da kommt dann ein Kontaktformular rein. Und hier wieder der Kopfbereich und hier wieder das Menü und hier wieder das Logo und hier wieder der Fußbereich und hier vielleicht noch ein bisschen Text mit dazu. Und dann machen wir das Ganze nochmal für, sagen wir mal, das Impressum. So, dann haben wir hier wieder den Kopfbereich, hier wieder das Logo, hier wieder das Menü, hier den Inhalt, hier den Fußbereich, da quasi dann den Text fürs Impressum, hier die Grafik, das Logo, Menüeinträge und so weiter und so fort. Hier haben wir die Menüeinträge vergessen. So, wenn das alles fertig ist, ist derjenige natürlich froh, weil dann hat er vieles geschafft. Dann hat er hier quasi das Menü überall reinkopiert, den Kopfbereich überall reinkopiert, den Fußbereich reinkopiert und so weiter und so fort. Hat hier die Texte noch dazu geschrieben und ist im Prinzip mit der Seite fertig. Jetzt stellen wir uns aber vor, derjenige geht dann her und macht für den Friseursalon noch eine weitere Unterseite rein. Also er möchte zum Beispiel hier noch eine Galerie. So, dann haben wir hier die Galerie. Jetzt haben wir ein Problem, weil das hier ist im Prinzip fertig. Und hier gehört das Menü wieder rein, hier gehört der Kopfbereich wieder rein, das Logo wieder rein, der Fußbereich wieder rein. Jetzt gehen wir einfach her, kopieren uns das wieder hier rein. So, 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 so. Dann haben wir hier die Galerie, vielleicht ein paar Bilder drin. So. Jetzt haben wir aber folgendes Problem. Jetzt ist zu diesen Seiten, zur Hauptseite und den drei Unterseiten, noch eine weitere Unterseite hinzugekommen. Und das bedeutet, dass sich nicht nur diese Seite im Prinzip ändert, sondern auch das Menü ändert. Weil wir ja eine neue Unterseite haben, die muss ja irgendwo verlinkt sein. Und damit die nicht nur auf der Startseite verlinkt ist, sondern auch auf allen anderen Unterseiten, müssen wir hergehen. Zunächst einmal hier das Menü machen, ist ja ganz logisch, hier das Logo, hier die Grafik. Und müssen jetzt wirklich auf jeder anderen Unterseite, also in jeder einzelnen HTML-Datei, weil wir müssen ja quasi für jede Unterseite eine eigene HTML-Datei erstellen. Und müssen jetzt hergehen und diesen Menüeintrag, diesen neuen, überall unten mit reinschreiben. Wenn das jetzt drei, vier, fünf Unterseiten sind und vielleicht die Hauptseite noch dazu, dann ist es ja nicht das große Problem. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Website mit, sagen wir mal, 500 Unterseiten. Da kommt schnell mal was zusammen. Oder sagen wir einfach nur 100 Unterseiten. Und stellen Sie sich jetzt wirklich vor, Sie möchten da eine neue Unterseite reinmachen und möchten diese aber auch im Menü verlinkt haben. Dann müssen Sie hergehen und alle anderen 100 Unterseiten nochmal bearbeiten. Ich meine, es gibt die Alternative, dass man hier mit Frames arbeitet, also mit quasi dem Kasten um die eigentliche Website rum, wo man dann das Menü einfügt. Aber das ist, hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass es eigentlich nicht wirklich vorteilhaft ist, weil
zum Beispiel bei der Suchmaschine dieses einzelne Frame, dieser einzelne Bestandteil dieser Seite dann auch alleine im Suchergebnis erscheinen kann. Das heißt, wenn jemand ihre Seite sucht, kann es passieren, dass in den ersten Ergebnissen irgendwo das Frame mit ihrem Menü ist und dann landet der Besucher quasi auf einer Seite, wo nur das Menü ist, aber keine Unterseite mehr. Und selbst wenn man dann dieses Menü anklickt, kann es passieren, dass die Unterseiten nicht geöffnet werden oder sie werden an die andere Seite geschickt und das Menü ist weg. Also das ist auf jeden Fall nichts, was man wirklich produktiv nutzen sollte. Früher, klar, gab es nichts anderes. Da war das super modern, wenn man so eine Seite hatte und das alles schon mit richtig schönem Design und alles modern und so weiter. Da war das top, da war das super. Aber ich sag mal so, seit 10 Jahren ist das nicht mehr unbedingt empfehlenswert. Und ich mache noch mal kurz sauber und dann erkläre ich Ihnen, warum das beim CMS besser ist oder was einfacher ist mit dem CMS. Beim CMS haben wir den Vorteil, dass wir nicht wie bei einer statischen Seite alles in einer einzelnen HTML-Datei unterbringen müssen, beziehungsweise für jede Unterseite eine neue HTML-Datei erstellen müssen, sondern wir haben einmal, wie gesagt, wie vorher schon erwähnt, wir haben einmal das Grundgerüst und da entscheiden wir uns, wo das Menü ist, da entscheiden wir uns, wo der Kopfbereich ist, wo das Logo hinkommt und wo der Contentbereich ist und wo der Fußbereich ist. Und wenn wir jetzt Unterseiten anlegen, ich sag mal, das ist hier die Startseite, da habe ich hier den Text von der Startseite, hier habe ich die Menüeinträge, hier habe ich mein Logo und so weiter und so fort. Wenn wir eine Unterseite jetzt anlegen, dann macht das System Folgendes. Es nimmt hier einfach nur den Content rein. Einfach nur den Inhalt, den ich hier unterbringen möchte, auf dieser Unterseite. Und automatisch nimmt sich das Content-Management-System durch das Template, weil das Template ist ja hier schon mit drin, also dieses Gerüst ist hier schon mit drin, nimmt sich das CMS einfach das Menü und nimmt es hier mit rein. Und nimmt den Kopfbereich und nimmt den hier mit rein. Und nimmt das Logo und nimmt das hier mit rein. Und nimmt den Fußbereich und nimmt den hier auch mit rein. Und wenn Sie jetzt noch eine weitere Unterseite anlegen möchten, dann hat es bei dem CMS den Vorteil, dass Sie nicht eine neue HTML-Datei erstellen müssen und das da alles einfügen, sondern dann wird wieder aus dem Template raus, beziehungsweise durch das CMS, durch die Datenbank, die Information über das Logo, über den Kopfbereich, über das Menü, über den Fußbereich und natürlich über den Content-Bereich rausgeholt. Das heißt, Sie geben hier wieder nur den Content an und alles andere erledigt das CMS. Und wenn Sie jetzt noch eine Unterseite anlegen wollen, passiert im Prinzip das Gleiche. Sie legen nur den Content an. Der Vorteil von dem Ganzen, der riesengroße Unterschied zwischen der statischen Seite, wie ich Ihnen vorher gerade erklärt habe, und dem CMS oder einer dynamischen Seite ist jetzt, dass wir, wenn wir eine neue Seite anlegen, automatisch nur einmal den Menülink angeben müssen und diese Änderung im Menü automatisch auf allen Unterseiten gemacht wird. Das heißt, überall, wo dieses Menü auftaucht, wird automatisch das Menü verändert mit einer Änderung. Sie müssen nicht irgendwie in 10.000 anderen Seiten noch irgendwas ändern, sondern es wird zentral alles geregelt über die Administration. Da sind wir wieder im Backend. Das heißt, wenn Sie über die Administration sagen, ich möchte diesen Kopfbereich jetzt zum Beispiel komplett ausgeblendet haben, ich will den nicht mehr haben, der soll da nicht mehr erscheinen, dann wird der mit einem Klick deaktiviert und erscheint automatisch auf keiner einzigen Unterseite mehr. Genauso wie Menüeinträge. Wenn Sie sagen, okay, ich will jetzt diese Unterseite nicht mehr haben, dann entweder löschen Sie die Seite und der Link ist weg, oder Sie entfernen einfach den Link aus dem Menü und automatisch ist er auch aus allen anderen Menüs auf jeder anderen Unterseite auch entfernt. Also da müssen Sie nicht mehr hergehen und jedes einzelne Ding nochmal überarbeiten, sondern da machen Sie das zentral. Sie können auch zum Beispiel einzelne Boxen, wenn Sie zum Beispiel Werbung schalten möchten, können Sie einzelne Boxen, einzelne Module aktivieren. Da ist jetzt hier zum Beispiel Werbung drin. Dann können Sie diese zu jedem Zeitpunkt verändern und irgendwie vielleicht von mir aus hier oben ansetzen oder hier drüben irgendwo ansetzen oder an der Größe ändern oder den Inhalt ändern. Und es wird immer automatisch auf den anderen Seiten genauso passieren. Es gibt zwar Content-Management-Systeme wie zum Beispiel Joomla, ich glaube, ich habe es ja schon angesprochen, wo sie auch spezifisch auf die Unterseite Content ändern können oder die einzelnen Elemente ändern können. Das heißt, Sie können sagen, ich sag mal, auf der Seite Impressum soll der Kopfbereich komplett ausgeblendet sein.
aber in der Galerie soll er da sein oder auf der Startseite. Oder wir haben zum Beispiel hier unten den Fußbereich, den Kopfbereich, das soll nur auf der Startseite da sein und auf allen anderen Seiten nicht. Ist alles realisierbar. Also das Content-Management-System hat einfach den Vorteil, dass sie zentral an einer Stelle oder in einer Verwaltung alle Einstellungen machen können und alle Inhalte anlegen, erweitern, ändern, löschen und so weiter können, ohne dass sie jede Unterseite zum Beispiel oder jedes einzelne Element jedes Mal mit verändern müssen. Sie können das alles zentral machen. Der Nachteil von einem CMS. Nachteile, es gibt relativ wenige, aber einer davon, und ich sag mal, das ist wirklich der gravierendste Nachteil, ist, dass sie mehr Leistung von ihrem Server erwarten müssen. Also sie brauchen, wenn sie eine HTML-Seite haben, wenn sie mehrere HTML-Seiten oder eine Website haben mit mehreren Unterseiten und die alle mit HTML-Dateien realisiert wurden, dann braucht der Server am wenigsten Rechenleistung, um diese Seiten darzustellen. Das heißt, der ruft einfach nur die HTML-Datei auf und zeigt alles, was in der HTML-Datei drin ist, also was sie vorher erstellt haben. Zeigt es einfach an. Wenn Sie jetzt aber ein CMS haben, dann brauchen Sie zum Beispiel einen Server oder einen Webspace, quasi Webspeicherplatz, der in der Regel, also es gibt auch andere, aber in der Regel PHP-fähig ist. Das heißt, der muss dieses Anwendungssprache, sage ich mal, muss der verstehen und muss es umsetzen können. Und wenn Sie dann ein CMS haben, das sehr umfangreich ist und verschiedene Komponenten nutzt und vielleicht ein komplexes Template zum Beispiel hat, dann sind diese Abfragen oder diese Rechenleistung, die wird immer größer, die wird immer lastiger. Und dazu kommt dann auch noch die Verbindung zur Datenbank, weil ja für jeden Seitenaufruf die Datenbankinformation, also Informationen aus der Datenbank rausgeholt werden müssen. Das heißt, da wird über die Anwendung eine Datenbankabfrage gestartet, der holt sich die Informationen raus und gibt es Ihnen als Besucher aus. Und stellen wir uns mal vor, Sie haben vielleicht irgendwie an einem guten Tag eine Welle von Besuchen. Sie sind vielleicht irgendwo in einem Forum unterwegs und haben da irgendeinen Beitrag geschrieben und haben da Ihre Website als Referenz irgendwo angegeben oder in der Signatur unten. Und jetzt ist da ein Thema, das an dem Tag vielleicht besonders diskutiert wird. Und da kommen auf einen Schlag da mal 100, 200 Besucher auf Ihre Seite oder vielleicht sogar mehr Besucher auf Ihre Seite. Und da müssen Sie sich vorstellen, dass die Datenbank gleichzeitig für alle Besucher diese Informationen aus der Datenbank holen muss. Das heißt, die holt sie nicht einmal und gibt sie dann allen, sondern jeder Aufruf wird dann entsprechend verarbeitet. Und genau das bedeutet enorme Rechenleistung für ihren Webserver oder für ihren Webspace, den sie gemietet haben. Und das heißt, auch wenn heutzutage Webspace nicht mehr so teuer ist, müssen Sie definitiv mit einem CMS damit rechnen, dass Sie auf ein höherwertiges Paket umsteigen müssen. Also mit einfachen HTML-Seiten, da können Sie von mir aus ein 100 MB Webpaket nehmen und sind damit bedient, weil diese 100 MB nur mit HTML werden Sie wahrscheinlich nicht mal ganz ausreizen. Und da ist der Speicherplatz dann einfach nur für die Bilder zum Beispiel zuständig oder wenn Sie Videos hochladen möchten oder irgendwas, dann brauchen Sie den Speicherplatz. Bei einem CMS ist es aber wirklich so, dass Sie allgemein schon mehr Speicherplatz brauchen, weil Sie ja die Anwendung an sich schon mal hochladen müssen und dann gleichzeitig auch noch die Rechenleistung des Servers brauchen, damit der das auch bearbeiten oder verarbeiten kann, dass das System flüssig läuft. Und das ist halt wirklich einfach ein Punkt, der beim CMS ja ein kleiner Nachteil ist, aber ich sag mal in der heutigen Zeit, wo die Webpakete eigentlich eh schon, es gibt nur noch seltene Anbieter, Webhosting-Anbieter, die Pakete anbieten, wo es kein PHP gibt oder wo keine Datenbanken verfügbar sind. Also ich sag mal, die meisten haben das schon drin. Und auch vom Preis her ist es mittlerweile so, dass man sich das problemlos leisten kann. Also das sind ein paar Euro vielleicht im Monat, die anfallen für Webhosting und Domain. Und ich glaube, wenn man gerade wenn man zum Beispiel eine kommerzielle Seite betreiben möchte, dann sollten die paar Euro eigentlich kein Problem darstellen.
Wenn Sie auf eine Agentur treffen oder auf einen Dienstleister treffen, der Ihnen erzählt, dass Sie für ein CMS klar Rechenleistung benötigen, aber der Ihnen gleichzeitig einen gleichen ganzen Server vermieten möchte, dann kann ich Ihnen empfehlen, dass Sie erstmal ein bisschen Abstand von dieser Person halten oder von der Agentur halten, weil ein CMS ist zwar lastig, aber ich sag mal, für ein kleineres Unternehmen ist ein eigener Server eigentlich, ich sag mal, total oversized. Es ist viel zu viel. Es ist im Prinzip einfach nur rausgeworfenes Geld. Es gibt Webhosting-Anbieter, die bieten Pakete an, wie zum Beispiel Flatbooster. Ich glaube, mit, ja, es sind ein paar Gigabyte Speicher. Also, sie können ordentlich was speichern, haben einen PHP-fähigen Server, haben mehrere MySQL-Datenbanken und da laufen Content-Management-Systeme problemlos. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen machen, dass es da nicht funktioniert oder viel zu langsam ist. Und da zahlen Sie, ich glaube, auch 1, 2 € oder was im Monat vielleicht, wenn es hochkommt. Und für die Domain, glaube ich, 6 €, je nachdem, welche Domain. Aber es ist auf jeden Fall, kann man sich das leisten. Es ist kein Problem und es reicht für kleine Unternehmen oder für Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt 100.000 Besucher am Tag haben, da reicht das völlig aus. Das ist völlig in Ordnung. Wenn Sie dann natürlich hergehen und irgendwann mal sagen, okay, ich habe jetzt so viele Besucher am Tag oder es sind so viele Besucher gleichzeitig, dass mir das nicht mehr reicht, dann können Sie auch hergehen und können sich einen Server anmieten. Aber dann sollte auch der Umsatz entsprechend stimmen oder dann der Absatz durch diese Internetpräsenz sollte dann so gut sein, dass es dann problemlos finanzierbar ist. Aber wie erwähnt, falls Ihnen da einer daherkommt und Ihnen irgendwas verkaufen möchte, großartigen Server und so weiter, lehnen Sie erstmal ab, holen Sie sich irgendeinen günstigeren Anbieter und da fahren Sie auch recht gut dabei. Was ich noch dazu sagen muss, ist, was das Hosting betrifft, man muss nicht unbedingt die großen Anbieter nehmen. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt Anbieter, die riesengroße Versprechen machen und im Endeffekt sind sie dann mit ihrer Website oder mit ihrem CMS auf einem Server abgelegt, wo von mir aus schon 400 andere quasi auf dem gleichen Server sind. Und da hört dann irgendwo der Spaß auf, weil dann ist die Performance weg. Dann ist die Stabilität nicht mehr da und dann ist auch die Geschwindigkeit nicht mehr da. Sie müssen sich vorstellen, ein Server ist ja nichts anderes eigentlich. Also wenn man es jetzt, ich sag mal, so grob pauschal sagt, ein Server ist nichts anderes wie ein PC. Und stellen Sie sich mal vor, wenn Sie alleine am PC sitzen, da läuft alles schön flüssig, läuft alles schön schnell. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, gleichzeitig mit Ihnen sind noch ungefähr 200 andere Leute, die rund um Ihren Computer stehen und alle geben irgendwas ein und alle klicken irgendwo was rum. Und dann stellen Sie sich mal vor, wie langsam die Kiste dann arbeitet, wie langsam das wird. Und so können Sie sich das ungefähr vorstellen, wenn bei dem Server 300 Kunden gleichzeitig abgelegt sind, die da ihre Webseiten haben. Also es ist eigentlich ein Unding. Und gerade bei den großen Anbietern ist es eben so, dass es einfach nur massenweise auf einen Server geklatscht wird und dann haben im Prinzip alle nichts davon, haben zwar günstiges Webhosting, aber im Endeffekt ja, viel zu langsam. Okay, ich will jetzt gar nicht weiter irgendwie tiefer in die Materie eingehen oder noch weiter über das Thema da irgendwie reden. Ich glaube, CMS haben wir soweit verstanden. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Falls Sie nur Fragen haben zum Thema CMS oder falls Sie zu einem bestimmten Punkt irgendwie noch tiefergehende Informationen haben wollen, lassen Sie mich es einfach wissen. Schreiben Sie in die Kommentare unten rein. Bewerten Sie vielleicht dieses Video und wenn Sie wirklich Fragen haben, wofür Sie keine Antworten finden, schreiben Sie es rein. Ich versuche mein Bestes zu geben, dass ich Ihnen das erkläre. Man sieht sich vielleicht in einem anderen Video nochmal. Schönen Dank und auf Wiedersehen.